dann sag, was geht. Die Würschwitzer Milbenkäsemanufaktur wurde mit dem kulinarischen Stern Sachsen-Anhalts ausgezeichnet und wir befinden uns hier in diesem kleinen 5 Quadratmeter großen Raum, wo in diesen Kisten der Milbenkäse reift. Christian Schmelzer, Geschäftsführer, wie sehr freut euch das, diese Auszeichnung? Wir freuen uns total. Es ist natürlich für uns eine große Ehre, dass wir in diesem, sage ich mal, großen Wettbewerb jetzt hier was gewonnen haben als ganz kleine Manufaktur und sind jetzt total happy und schon wieder ausverkauft, weil so wahnsinnig viel Presse und tolle Öffentlichkeitsarbeit war. Und ich glaube, alles zur Geschichte und zu dem, was hier unsere Manufaktur ausmacht, kommt dann gleich in dem Beitrag bei SAW im Radio. So ist es. Das riecht auch hier lecker. Mm. Ja, genau. Und hier seht ihr auch nochmal die Milben, die hier in der Kiste drin sind. Und die arbeiten hier an ungefähr, ja, jetzt sind hier vielleicht so 30, 40 Käse drin und ungefähr 3-4 Millionen Milben, die da dran rumarbeiten, dass der Käse reift. Wie lange dauert das? Das dauert ungefähr ein Vierteljahr. Also im Sommer geht es ein bisschen schneller, im Winter dauert es ein bisschen langsamer. Milben sorgen jetzt dafür, dass der Käse von außen nach innen durchreift und dass man dann im Grunde genommen den Käse haltbar macht ohne eine Kühlung. Und das ist eigentlich das Geheimnis an dieser mittelalterlichen Reifetechnik, die wir haben. Und wenn ihr auch mal hierher kommen wollt, wissen wollt, wie das hier alles funktioniert und wie er schmeckt, dann einfach buchen und dann geht's ab durchs Museum.